Herzlich willkommen hier wieder zurück bei Captain Todd Treasure Tracker und wir starten direkt wieder mit Episode 2. Und ja, das erste Level haben wir ja schon in der letzten Folge gespielt, es war ein bisschen umfangreicher. Ich hoffe, die kommenden Level sind nicht so umfangreich. Level 2 auf dem Holzweg ans Ziel, klingt auch interessant. Spiele ich doch gleich mal. Und wir spielen ja jetzt natürlich mit dem Mädchen. Was sich nicht so toll herausstellte. Das Mädchen ist ein bisschen... Wie kommt man... Kommt man da nicht hoch? Mann, ihr Arschlöcher. Oh. Oh. Ich glaube, die Herrschaften da sind so ein bisschen... So ein bisschen... Die tun weh, glaube ich. Da gibt's nix. Och, Mann. Achso. Dann kann man da rüber... Und dann dreht sich das Ganze auch schon um. Das ist ja leichter gemacht als gesagt, sag ich mal. Okay. Was ist... Wir haben einen Schlüssel. Bloß wofür brauchen wir die? Ja. Okay. Okay. Dann... Ich tue den erstmal dahin. Weil ich möchte ganz gerne erstmal hier... Oh, so ein bisschen aus... erkundschaften, wo es hier hingeht. Und, das ist ja wichtig. Okay, da gibt es schon einen Stern. Aber da unten, das ist bestimmt wieder so ein Diamant, oder? Ey, bleib stehen, du Arschloch. Hier. Ja, da habe ich doch gesagt, ist wieder einer. Das ist nur der mittlere, das ist mir schon klar, weil das ist ja da ganz unten. Ich sammle die ganzen Münzen ein. Wupp, wupp, wupp. Wupp, und ja, richtig gut. Was ist denn da drinne? Da schläft jemand da oben. Ich will den jetzt nicht aufwecken durch mein lautes, was weiß ich, was auch immer ich da mache. Werfen wollte ich nicht aufwecken, aber kann ja mal passieren. Was ist das? Oh. Nein, fuck. Ach, ich hätte die Blume da kaputt machen können, aber nein, Björni. Du magst ja nicht die Blume kaputt machen. So, da gibt es natürlich wieder was zum Abstauben. So, und einen neuen Diamanten, sag ich mal. Ui, darüber und jetzt hier. Müssen wir jetzt... Hä? Wie kommt man... Ach so, ja, das ist der geheime Weg. Und da, wo geht's da hin? Oh. Alter! Ich wollte noch nicht zum Stern, deswegen war ich da leicht erschrocken. Bloß, wie komme ich dann dahin? Ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Scheißegal, dass ich jetzt ein bisschen kleiner gemacht wurde. Es ist... Das trägt schon immer zugute, dass ich kleiner bin. Bloß, wie komme ich... dahin? Das ist die Frage, die ich mir wirklich jetzt stelle. Na gut, dann nehmen wir dich doch mal, damit du mich nicht kaputt machen kannst. Fall ich dann da mal runter. So. Der Schlüssel, den haben wir schon mal. Und darunter. Ich weiß ja nicht, ob man... Das ist jetzt die Frage, wie man da hinkommt. Wenn man da ist, dann... Okay, aber dann ist man ja schon beim Stern. Das ist ja das Doofe. Wie soll man das denn jetzt... Oh. Ich sehe ja noch gerade, wir haben diesen Weg da ganz vergessen. Aber wirklich. Oh, obwohl er fast gestochen. Wir haben den Weg wirklich hier ganz vergessen. Das habe ich nicht so direkt gesehen sofort. Erstmal die Münzen da einsammeln. Hier, zack. Und wenn jetzt gleich da steht, Ziel ist 50 Münzen einzusammeln, dann raste ich aber aus. Aber so wirklich, ne? Dann raste ich wirklich aus. Weil das fände ich dann schon richtig mies. So. Wo ist denn jetzt dieses Kleine? Weiß ja nicht, ob man, wenn man da drauf springt, auch Schaden kriegt, aber ich weiß es nicht. Ich sammle den Stern.
Level beendet. Mit Thor Dead natürlich. Alle Kriech-Piranhas besiegt. Machen wir da nochmal. Na gut. Was ist ein Kriech-Piranha? Ein Kriech-Piranha. Das ist doch dieses. Das ist doch der Teil. Genau, das ist doch ein Kriech-Piranha. Ist er doch. Deswegen. Machen wir doch mal eben. Es geht ja relativ fix, würde ich mal so behaupten. Oder? Kann man da jetzt drauf springen oder nicht? Das ist jetzt die Frage, ob man das kann oder. So. So, der da ist schon mal kaputt. Das tut mir ja leid. Da unten, der schläft noch, aber jetzt haben wir den aufgeweckt. Ich bin ja so böse, dass ich da einfach andere Leutchen aufwecke. Tut mir leid. Oh, das geht. Der Frage sind wir ja nun gerade auf den Grund gegangen, ob man das kann oder nicht. Ne? So. Einmal darunter. Und dann wieder. Zack. Oh. Dann komm mal. Du Biest. Aua. Nee, das geht nicht. Ach Gott. Schade, dann müssen wir. Weil man muss ja genau da drauf landen. Wenn man auf den Dorn landet, dann ist es schon zu spät. Dann ist vorbei mit lustig. So. Zack. Ich versuch's jetzt nochmal mit der Taktik, dass ich. Zack. So. Der ist kaputt. Jetzt sind alle, denke ich mal, kaputt. Und, ja, das waren ja die Kriech-Piranhas, sag ich mal. Level beendet. Ja, die Mission ist dann auch geschafft. Münzrekord Zone 49, aber Level 3 Lorenfahrt im Abendrot. Oh nein. Nicht schon wieder Sonnenkack. Sowas hasse ich, solche Fahrten hier. Oh Gott. Da müssen wir wieder etwas abschießen. Da gibt es erstmal ein paar Münzen, die man sich da abstauben kann, bevor man mit der Fahrt beginnt. Und vorher. Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder auf mein Display gucken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, schieß das ab. Oh Gott. Fuck. Fuck. Oh, fuck, ey. Das ist ein Scheiß. Ich sehe hier nichts. Da ist. Da. Gesammelt. So. Wir gehen weiter. Beziehungsweise fahren weiter. Ich glaube, da oben. Oh. So, das ist kaputt. Aber wo war das denn jetzt? Der war doch da oben. Zack, den haben wir auch gesammelt. So. Was ist gleich wohl die Mission? Die wird wohl. Ich denke mal, die wird krass sein, aber. Ja, sammeln wir. Schieß mal. Denk mal, die wird wieder sein, alle Dinger da kaputt zu machen. Zack, 3 haben wir schon mal und Geld haben wir ja auch. Super. Das ist super. Ein abgekriegt, ne, dadurch, ne? Wupp, direkt rausgefallen und. Ja. Da ist auch schon der Stern. Ein hübscher kleiner Stern. So wie man ihn kennt. Level beendet. Ich mag Sterne. Hm. 140 Münzen. Ist das, was man schaffen soll? Komm, komm, komm. Das will ich dir jetzt mal machen. Das ist. Ich weiß nicht, ob das schwer ist. Ich versuch's. Erstmal hier die Münzen. Erstmal wieder das Ding da runterholen. Ja, das klappt, ne? Und dann wieder aufs kleine Display gucken, was für mich eigentlich ganz ungewohnt ist, ne? So. Zack und. Wow! Wow. Die ganzen Dinger kaputt machen. So. Wo gibt's hier Münzen? Da gibt's Münzen. Ah! Oh Gott. Immer diese ganzen verdeckten Münzen, die man entdecken muss. Das ist schwer. Dafür gibt's keine Münzen, ne? Schade. Oh. Nein. Schieß das doch ab hier. Nein. Ich schieß. So. Das ist ab. Da auch nochmal. Zack.
Und? Oh. Fuck. Fuck, ey, nein. Scheiße. Oh. Nein, 4 Münzen, die mir fehlen. Nein, fuck, ey. Ach, oder ist hier noch? Oh Gott, genau 140? Oder waren es 150, die man haben musste? Level beendet. Zum zweiten Mal mal wieder. Auf die Münze genau, ey. Alter, Alter, Alter. Das war knapp. Guck mal, da hat sich wieder ein Münzenrausch dazwischen gesteckt. Den spielen wir gleich mal. Here we go. Hast du was für mich? Och, danke schön. Vielen Dank, sie sind echt nett. Ah, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, Alter. Was ist das denn? Hier, sammel das. Oh, wie krass, ey. Wie krass, ey. Och. Na gut, 2 Ups gekriegt, ne? Warum nicht, ne? Super. So, dann haben wir das so geschafft, mal wieder. Ja, Level 4.